Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben, meine Damen und Herren, liebe Freunde. Ottos Wohnzimmer hat heute einen ganz prominenten Gast. Ich freue mich wirklich ganz besonders, dass Marius Sowislo unser Gast sein kann. Wir haben sehr lange verhandelt, dass du hier uns besuchst in Ottos Wohnzimmer, aber jetzt hat es endlich mal geklappt. Ich freue mich, dass du da bist, lieber Marius. Der Kapitän der FC Magdeburg. FC Magdeburg hat so eine lange Tradition. Und man merkt in der letzten Spielzeit eine ganz große Euphorie. Magdeburger sind richtig begeistert von ihrer Mannschaft und auch von dir als Kapitän. Du schaffst immer wieder, die Leute zu begeistern. Man sieht auf dem Spielfeld, wie viel Leidenschaft dahinter steht. Wie wird man eigentlich Fußballer? Wie kamst du zu Fußball? Ja, erstmal vielen Dank, Georg, dass ich in deinem Wohnzimmer zu Gast sein darf. Das hat ja ziemlich lange gedauert. Das lag aber nicht an deiner Person, sondern das ist immer mit dem Training nicht so einfach zu handeln. Aber ich freue mich, dass ich jetzt hier sein darf und mal ein bisschen plaudern. Ja, wie wird man Fußballer? Also ich hatte schon immer den Traum als Kind irgendwo Fußballer zu werden. Man hat natürlich irgendwo die Träume, die Vision, aber ob es wirklich dann auch irgendwann mal klappt, das ist ja so ein weiter Weg dorthin. Das Wichtigste war halt, dass ich einfach an der Sportart meine Freude gefunden habe. Ich konnte mit meinen Freunden, mit Jungs, Mädels gemeinsam auf dem Bolzplatz ein bisschen kicken. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich es auch weiter fokussiert habe. Ja, und irgendwann mal angefangen hat, die kleinen Schritte in einen Profiverein zu tätigen. Und das fing dann natürlich dann sehr früh bei mir, beim VfL Bochum an. Also in Bochum bist du groß geworden und hast du da angefangen. Aber man sieht auch nicht, mindestens die Zuschauer sehen nicht, wie viel Opfern dafür man selber dann tätigen muss. Also man ist als Kind, man verliert auch viele Freunde, man muss ständig trainieren, man muss auch viel unterwegs sein und auch sehr streng teilweise. Ja. Hattest du eine glückliche Kindheit? Hat man eine glückliche Kindheit, wenn man Sportler, Profisportler sein möchte, sein will? Hat man ein Ziel, man muss das unbedingt erreichen? Ja, du hast schon recht, man muss ein bisschen Opfer bringen. Also man muss da sehr viel Leidenschaft und Disziplin hineinstecken. Aber es hat mir Spaß gemacht. Ich habe mich damit nie beschäftigt als Kind irgendwie, dass ich mir damit mal mein Geld verdienen kann oder sonst irgendwas, sondern ich hatte Freude an der Arbeit, an dem Fußballspielen, mit den Jungs draußen zu sein, ein Hobby zu haben, sage ich mal, wo sich viele Leute treffen, gemeinsam etwas unternehmen können, wo nach der Schule, sage ich mal, so ein kleiner Ausgleich irgendwo gegeben wird. Aber wann kam diese Entscheidung, Profifußballer zu werden? Also man macht das aus Spaß. Natürlich, jedes Kind macht das und jeder Junge macht das gerne. Aber irgendwann sagt man, ich bin so gut, ich möchte jetzt Profifußballer werden. Ja, dann muss man natürlich auch irgendwo auffallen. Und heutzutage gibt es da sehr gute Scouting-Systeme, die das in die Hand nehmen. Und so war es bei mir auch, dass ich... Wie alt warst du? Ich war 18, da habe ich auch meine Ausbildung angefangen. Und ich hatte nach meiner Jugend beim VfL Bochum einen kleinen Cut, wo es für die Entwicklung nicht mehr gereicht hat. Also wo die gesagt haben, okay, bis hierhin hast du dich sehr gut entwickelt, aber es reicht jetzt nicht weiter, den nächsten Schritt zu machen, in den Seniorenbereich vielleicht. Und da haben die mir, sag ich mal, den Laufpass gegeben. Und da musste ich mich auch erstmal neu orientieren, vom Leistungssport, sag ich mal, mehr oder weniger in den Breitensport hinein. Aber es war für mich erstmal ein Cut, aber jetzt nicht das große Problem, weil ich wollte einfach nur Fußball spielen. Und habe trotzdem nebenbei immer meine Schule nicht vernachlässigt. Das ist auch wichtig, oder? Das ist sehr wichtig, ja. Aber ich denke, da sollen alle Jungs zu Hause nochmal richtig hören. Also die Schule trotzdem weiter wichtig sein. Ja, da legen ja die Vereine heutzutage auch richtig Wert drauf, dass sie gucken, dass die Sportler, Jungsportler sich auch parallel immer gut aufstellen. Ja, und bei mir war es genauso. Der Leistungsgedanke war auch in der Schule da. Wir waren drei Freunde, sehr gute Freunde und wir wollten immer besser sein als der andere. Mhm. Und das hat sich dann im Sport und in der Schule wieder gespiegelt und deshalb war es auch für mich in Ordnung. Und dann kam der Cut und habe ich auch eine Ausbildung gemacht zum Bürokaufmann. Ah ja. Und während der Zeit habe ich natürlich weiter Fußball gespielt. Und das heißt, du könntest auch Sekretärin werden, verstehe ich das richtig? Wenn, dann aber nur gerne von dir. Ja. Ja. Musst du nur gucken, ob du damit klarkommst, dass ein Hörer kommt. Das glaube ich schon, ja. Nee, und während meiner Ausbildung habe ich weiter Fußball gespielt und dann kam halt auch dann irgendwann mal wieder Vereine, die irgendwie mich gesichtet haben und mir auch das Angebot vorgelegt haben, dass ich wieder professionell Fußball spielen kann. Ja.
Und da war für mich dann die Entscheidung, was mache ich? Mache ich die Ausbildung, wollte ich unbedingt zu Ende machen. Das war mir das Wichtigste. Das habe ich auch geschafft nach 2,5 Jahren. Und da gab es für mich keine zwei Fragen, sondern das, was ich mein Leben lang gerne gemacht habe als Kind, das möchte ich jetzt fortführen und die Chance ergreifen. Ich habe die Ausbildung in der Tasche und habe gesagt, jetzt versuche ich das mit dem Profifußball. Und meine erste Profistation war der Wuppertaler SV, damals in der 3. Liga. Und das war so der Einstieg. Jetzt bist du in Magdeburg. Wie lange bist du hier? Das 5. Jahr, also 2012 kam ich. Also ganz schön lange für einen Fußballer, kann man so sagen, oder? Das ist schon sehr lange, ja. Ich habe den Eindruck, du bist jetzt richtig angekommen und zu Hause. Ist das so? Ja, ich glaube, das kann man schon sagen. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, hier flüchten zu müssen. Ganz im Gegenteil, ich fühle mich hier echt wohl. Ich habe eine Familie, meine Frau Julia ist mitgezogen. Während meiner aktiven Zeit hier haben wir auch eine schöne Tochter. Also meine Frau bekommt. Also du bist jetzt mir immer verbunden mit Magdeburg, weil deine Tochter Daria jetzt 1,5 Jahre, 2 Jahre? Genau, 17 Monate ist sie. Genau, 1,5 Jahre alt ist und steht in der Geburtsurkunde Magdeburg geboren. Das stimmt, also das ist das größte Geschenk, was ich von meiner Frau bekommen konnte. Und natürlich auch die Stadt bleibt uns jetzt ewig irgendwie verbunden. Und ich denke, wir können uns hier wohlfühlen. Also ich habe nicht den Eindruck, dass du jetzt gehen willst. Also es wäre auch schade. Ich glaube, ganz viele Leute werden enttäuscht. Aber irgendwie, dein Vertrag ist noch nicht bestätigt für nächste Spielzeit, oder? Ja, genau. Also ich bin ja hauptsächlich hier wegen den Sportlern. Wenn wir darüber sprechen dürfen, ich will jetzt nicht irgendwelche Verhandlungen also wir können darüber sprechen. Also es wird ja auch viel in den Medien geschrieben. Und warum ist das? Ist doch schön, wenn man das auch aus dem eigenen Mund vielleicht hört, ohne irgendwie gefiltert zu werden. Ja. Nee, das ist Fakt, dass mein Vertrag zum Sommer ausläuft. Und ich gerne noch trotzdem aktiv spielen möchte und der Verein hat auch positive Signale mir gegenüber gesendet und ich hoffe, dass ich mit meiner Leistung dann auch die Entscheidungsträger dazu bewegen kann, mir vielleicht noch unabhängig von meinem Alter einen Vertrag für die kommende Saison zu geben, was mich erfreuen würde, weil ich das Gefühl immer noch nicht habe, dass ich jetzt mit meiner aktiven Laufbahn aufhören möchte. Ja, aber es wäre vielleicht auch in der 2. Bundesliga zu spielen nächstes Jahr. Man sagt jetzt, nein, wir haben dieses Ziel noch nicht oder wir wollen uns dieses Ziel gar nicht setzen, aber es ist machbar, oder? Machbar ist es auf jeden Fall. Nach so vielen Spieltagen, 27 Spieltagen, glaube ich, lügt die Tabelle nicht mehr. Aber ich finde, viel wichtiger ist, dass man auch im Vordergrund bringt, das bisher erste erreichte Ziel, das ist halt die Marke 45 Punkte, weil da hängt ja sehr viel dran. Wenn man sieht, in der Liga sind ja alle Mannschaften oder sehr viele auf Augenhöhe und jeder kämpft da ums pure Überleben, also um die Existenz. Da sind ja auch die Geschäftsstelle hängt damit dran, der Nachwuchs, der Verein an sich, die Infrastruktur und das kostet ja auch alles Geld und wir haben so lange gewartet, dass wir wieder in dem Profibereich sein dürfen und das haben wir geschafft und mit den 45 Punkten haben wir es. Ich denke schon, dass die Reichen geschafft haben, dass wir mindestens nächstes Jahr in der 3. Liga wieder vertreten sein dürfen, wo viele Mannschaften noch drum kämpfen. Und ich denke, das ist sehr hoch anzurechnen und deshalb sind wir aber jetzt auch nicht zufrieden, sondern wir wollen jetzt noch einen draufsetzen und unseren Punkteschnitt verbessern oder den halten und dann bin ich mal gespannt, was aus uns noch wird. Ja, also wir sind alle gespannt und wir drücken auch alle die Daumen, dass es doch klappt mit der 2. Bundesliga. Also ich glaube, Magdeburg hätte es verdient, also auch die Mannschaft, der Verein und natürlich die Stadt auch. Ist die Mannschaft voll dahinter? Wollen die auch 2. Bundesliga spielen? Ja, du sagst es. Ich muss erst mal sagen, die Stadt, die passt absolut in den Profibereich. Wenn man sieht, was für eine Fankultur die großen Leuchttürme der Stadt auch haben, ob es die Handballer sind, die Fußballer, die Boxer oder die ganzen Athleten, welche Unterstützung die von den ganzen Einwohnern bekommen, das ist schon etwas ganz, ganz Außergewöhnliches hier und das macht ja auch das aus, warum man auch hier gerne hierher kommt. Man möchte was bewegen und man hat was bewegt mit dem Aufstieg. Die Leute haben wieder Bock auf den Club, auf den Handball, durch den Pokalsieg. Und es ist unwahrscheinlich schön, das Ganze miterleben zu dürfen und auch vielleicht irgendwo einen Anteil daran zu haben, dass man Leute wieder glücklich über die Straßen laufen sieht. Und die Mannschaft, die, ich nehme mal mich als Beispiel jetzt mal, ich bin 34 Jahre, ich glaube, so viele Zweitligisten klingeln bei mir jetzt nicht mehr an und sagen, Maus, ich gebe dir noch meinen schönen Rentenvertrag. Also für mich persönlich wäre das das absolute i-Tüpfelchen, wenn ich diese Chance irgendwo noch mal wahrnehmen könnte mit der Mannschaft,
nicht nur mit dem Drittliga-Aufstieg als Kapitän, sondern auch als Kapitän in die zweite Liga aufzusteigen, da könnte ich mir selber ein Denkmal setzen. Und die Mannschaft denkt genauso, wir sind Leistungssportler, wir wollen die größten Ziele erreichen, die wir erreichen können. Und als Mannschaft können wir sehr viel erreichen, dass unsere Nachfolger halt es schwierig haben, in unsere Fußstapfen vielleicht zu treten. Und da sollten wir ehrgeizig genug sein und sagen, lass uns alles raushauen, was in uns steckt, damit wir so viele Punkte wie möglich einfahren und dann am Ende der Tabelle, an der Saison mal auf die Tabelle schauen und gucken, wo wir uns wiederfinden. Wie wird man eigentlich Kapitän? Wird man von dem Trainer bestimmt oder die Spieler selber sagen, Marius, du bist unsere Hoffnung, du kannst für uns dich gut einsetzen, sei unser Kapitän. Wie funktioniert das? Ja, hat ja wahrscheinlich jede Mannschaft seine eigenen Abläufe, aber bei uns ist es halt so, dass der Trainer gerne den Mannschaftsrat wählen lässt. Also die Spieler können ihre Stimmen abgeben, wer in einen Mannschaftsrat hineingewählt wird. Das sind meistens 5 Spieler, darunter auch 1, 2 junge Spieler, damit die auch ein bisschen die Erfahrung sammeln, wie es mal vielleicht in Verhandlungen abgeht, wie ist das, wenn Probleme auftauchen, wie löst man die. Und die Mannschaft hat mich dort hineingewählt und aus dem Mannschaftsrat hat dann der Trainer den Kapitän bestimmt und ich bin sehr stolz, dass ich die Binde weiter tragen kann, aber vielmehr, dass ich mit der Mannschaft gemeinsam wachsen kann und selbst dazu lerne und ich bin auch nur ein Teil der Mannschaft und versuche halt dort mich auch irgendwo wiederzufinden. Was ist das für ein Gefühl? Du hast in andere Vereine schon gespielt und die haben auch Tradition, aber trotzdem diese Verbundenheit mit der Stadt. Dieser Europapokalsieg 74, wie ist das, was ist das für ein Gefühl, da in so einer Traditionsmannschaft zu spielen? Ja, gibt nichts Schöneres für einen Fußballer, glaube ich, der in einer Mannschaft spielen kann, wo Tradition besteht. Eine Tradition muss wachsen, beim FCM ist die gewachsen durch den Europapokalsieg. Viele Helden davon leben ja auch noch und sind bei uns auch noch präsent. Und es ist schön, die auch mal kennenzulernen, mit denen sich auszutauschen. Da sind auch Legenden, die hier gespielt haben. Ja, das ist unfassbar, ist das. Ach, Sparwasser, Seguin, genau. Streich und wie die alle heißen. Das sind ja unfassbare Fußballer. Das sind ja heute mit Messi und Ronaldo zu vergleichen. Das darf man ja nicht vergessen. Absolut, kann man so sagen. Das darf man nicht vergessen. Und für diese Zeit waren die Stars, die großen Stars. Und die mal kennenzulernen, sich mit denen auszutauschen und die drücken uns ja auch die Daumen und freuen sich, dass wieder eine neue Ära irgendwo entsteht und man wieder was Neues bewegt. Ja, und das ist das, was es ausmacht, vor Zuschauer zu spielen, einen Verein zu vertreten, bundesweit, der eine Tradition hat, die hoch hinaus wollen, die wollen wieder Ziele erreichen, die haben etwas vor, ist natürlich was ganz, ganz Besonderes. Und wo das Angebot damals kam, mein Papa hat auch, ich habe mit ihm darüber gesprochen, wie er das sieht und er war sofort begeistert und sagt, das ist eine Chance, die du nur einmal im Leben kriegst und du musst sie nutzen. Und jetzt weiß ich, was er damit gemeint hat. Aber obwohl ich weiß, dass andere Freunde von dir gesagt haben, oh, Magdeburg, willst du wirklich da hingehen? Das ist doch keine schöne Stadt und da kannst du dich nicht verwirklichen. Ja, das ist auch wahr. Also man hat ja oft die Klischees Osten, Westen. Ich muss sagen, jeder soll selbst mal hierher kommen, der will auch nicht mehr weg. Spätestens im Sommer, wenn der Stadtpark anfängt zu blühen und die Elbe seine schöne Wasserfarbe hergibt, ist das so toll hier. Also man kann sich so wohlfühlen und man sieht, wie sich die Stadt auch entwickelt und wie die wächst. Und man kann da selbst noch sogar ein Stück dazu beitragen. Also ich finde es einfach faszinierend und das ist ja das, was wir Sportler auch dann über die Landesgrenzen hinweg transportieren in unsere Heimat. Wir kommen ja von überall her und stellen das Image von den Osten auch, glaube ich, mal ins andere Licht, wo viele sagen, nee, das kann nicht wahr sein, da muss ich jetzt auch mal hin. Ja, und da können wir einfach nur die Hand reichen und sagen, ja, herzlich willkommen. Aber auf jeden Fall, man sieht jetzt die Stadt doch mit anderen Augen, wenn man Papa ist, oder? Man guckt schon mal, wo der nächste Spielplatz ist, wo kann man mit einem Kinderwagen spazieren gehen, die Wege gestaltet sind. Ist Magdeburg familienfreundlich? Ja, wenn nicht Magdeburg, wer sonst? Also hier muss man mit dem Fahrrad keine Berge hochstrampeln, sondern alles ist schön ebenerdig. Man hat kurze Wege überall hin, obwohl das schon eine große Stadt ist. Es ist absolut familienfreundlich. Wir haben einen wunderbaren Zoo, wo wir gestern wieder mit unserer Familie unterwegs waren. Die Elbe bietet so viele Möglichkeiten, ob man da mit Tretboot unterwegs ist oder man spazieren möchte. Also ich glaube, hier ist der Kreativität, glaube ich, keine Grenzen gesetzt. Ah, du fühlst dich schon zu Hause hier, habe ich den Eindruck. Also du bist ein sehr guter Botschafter für die Stadt. Man merkt auch, dass du leidenschaftlich für Magdeburg glühst. Wie ist das für dich? Bist du zu Hause jetzt hier?
Ja, man vermisst schon die Familie und Freunde, dass man da mal vielleicht kurz um die Ecke irgendwo hinfahren kann. Aber heutzutage hat man so viele Möglichkeiten über Skype, FaceTime, dass man da wirklich sehr gut miteinander kommunizieren kann. Aber ich glaube, es wird mir das Herz irgendwo zerreißen, wenn ich hier, sage ich mal, meine Zelte wieder abbrechen müsste, weil ich mich hier sehr wohlfühle. Also ich, ja, das gefällt mir schon sehr hier. Und, aber wir sind eine Familie, wir müssen alle entscheiden, wo wir uns zu Hause fühlen. Meine Familie fühlt sich auch wohl und wir können uns auch gut vorstellen, vielleicht, dass das auch hier unser Lebensmittelpunkt wird. Mhm. Du hast ein weiteres Standbein, du bist natürlich Profifußballer, aber du hast auch ein Projekt, was für alle Sportler hier in der Stadt wichtig ist. Das heißt Sanford City, was ist das? Ja, Sanford City ist einfach ein Netzwerk für Leistungssportler und Unternehmen der Stadt Magdeburg. Also ich biete eine Plattform, wo halt Leistungssportler in Kontakt mit den Unternehmen, Unternehmer der Stadt Magdeburg kommen können und gewinnbringend auch Erfolge verbuchen können. Das hat man ja selber als Leistungssportler gemerkt, dass das auch nicht immer einfach ist. Man weiß nie, wie lange man aktiv in einem Verein ist. Der Vertrag ist irgendwo da, aber er kann auch schneller beendet werden durch Auflösung, Verletzung. Man fühlt sich nicht wohl, Heimweh hat man vielleicht. Und da hängt ja viel dran. Und wir wollen halt versuchen mit unserem Netzwerk, dass die Sportler, die nach Magdeburg kommen, dass die sich auch wohlfühlen, dass die eine helfende Hand bekommen, dass man die an der Hand auch nimmt, egal ob jung oder alt, und denen Weg zeigt, wie die sich hier wohlfühlen können, dass die sich nicht um viele Sachen kümmern brauchen, sondern sich einfach auf den Sport, wofür die auch hier sind, sich völlig konzentrieren können und mit den ganzen anderen drumherum, Anmeldung, Ummeldung, Wohnungssuche einrichten, Familie, Kitaplätze besuchen, suchen, brauchen die sich nicht kümmern. Da haben wir sehr viele Anlaufstellen und Partner, die uns unterstützen und da auch den Leistungssportlern gerne die Hand geben. Angenommen, ich bin Unternehmer und ich möchte das beitreten. Ich möchte auch mitmachen. Ich möchte den Sportler hier in Magdeburg auch eine Möglichkeit geben, dass sie sich zu Hause fühlen. Was muss ich machen? Ja, nehmen wir mal an, Georg, du hast eine schöne Pizzeria hier zu Hause und hast gesagt, okay, ich möchte auch gerne, dass die Leistungssportler auch mittags mal zu mir kommen, dass die sich bei mir treffen, unterhalten, Kaffee trinken. Dann würdest du mich kontaktieren. Wir würden uns zusammensetzen. Du würdest bei uns. Wie kann ich dich kontaktieren? Was soll ich machen? Heutzutage gibt es Telefonnummern, es gibt E-Mail-Adressen, es gibt eine Internetseite. Ja, wie lautet die? Da geht man einfach auf www.sanfordcity.de, ganz einfach. Und da gibt es auch schon die ersten Informationen, was das Unternehmen macht. Und natürlich auch ein Kontaktformular. Und da kann man uns natürlich kontaktieren und wir würden dann halt die Einzelheiten besprechen, wie wir dich als Firma bestens bei uns auf der Plattform präsentieren können, damit die Leistungssportler von dir erfahren und so mit dir auch in Kontakt kommen. Und wenn deine Pizza wunderbar schmeckt, einen schönen Steinofen hast und die gut, Zutaten... Ja gut, ist eine Win-Win-Situation letztendlich. Ja. Die Sportler müssen sich auch hier in Magdeburg wohlfühlen und zu Hause bleiben, also zu Hause hier fühlen und dann auch länger hier bleiben, weil letztendlich profitiert die Stadt auch, wenn gute Sportler hier sind und länger hier bleiben und nicht gleich weggehen. Oder so wie du, die hier für immer bleiben wollen vielleicht. Also wenn man hier zu Hause sich wohlfühlt, dann ist schon mal was Besonderes. Genau. Wie geht es weiter mit FCM? Also wir haben gehört, andere Ziele, 50 Punkte sind jetzt gesetzt. Und dann, was kommt danach? Ja, ich bin der Meinung, man sollte einfach, die Mannschaft hat einen starken Glauben. Also sie glaubt an sich, sie glaubt an die Möglichkeit, sie glaubt an die Chance, dass man dieses Jahr wirklich sehr viel erreichen kann und auch vieles bewegen kann. Aber wir wissen ganz genau, dass wir durch Reden nichts erreichen. Also man muss Taten auch folgen lassen und da sind wir immer gut beraten, dass wir da auch weiter den Weg gehen, sondern einfach Spiel zu Spiel gucken, dass wir da die Punkte einfahren, weil wir sehen, wie hart und kämpft die Spieler auch sind, was für Kleinigkeiten da den Unterschied machen. Und ich bin mir sicher, wenn wir diese Route beibehalten und weiter punkten und immer an die Leistungsgrenze gehen, dass wir am Ende der Saison einen guten Punkteschnitt haben, wo wir dann auch dementsprechend eine gute Platzierung landen. Und, Platz 2 wäre schon gut, wenn man da bleiben könnte. Das wäre natürlich gut. Jetzt haben wir natürlich, man sieht, Duisburg war so weit weg, jetzt sind die nur noch 2 Punkte vor uns und ich brenne jetzt schon, ich möchte die einholen. Also, und die Mannschaft sieht das genauso. Also sie möchte sich ja mit dem Besten immer messen und da wollen wir versuchen, irgendwie Duisburg, die ganz weit weg sind auf einmal in greifbarer Nähe, dass man die auch irgendwo packt. Und das wird schwierig genug, das wissen wir. Und, aber wir haben eine gute Truppe, wir haben eine gute Mentalität, Charakter. Da habe ich absolute
sehe ich absolute Qualitäten bei uns. Man ist Kollege, wie bei jedem Arbeitsplatz. Ist man auch Freund? Entstehen auch Freundschaften zwischen den Spielern? Gehen die auch mal aus, treffen sich auch mal abends zu einem Glas Bier oder Wasser oder was auch immer? Gehen sie auch mal zusammen ins Kino oder wie funktioniert das? Ja, das zeichnet halt die Truppe aus. Also es gibt Truppen, da geht man schnell nach dem Training getrennte Wege. Ja. Aber bei uns ist das nicht der Fall. Also da ist schon wirklich was zusammengewachsen, weil einfach, ich kann ja nur sprechen, seitdem ich hier bin, ein Kern gewachsen ist. Also es ist eine Hierarchie da, es ist ein Grundgerüst da. Viele Spieler sind jetzt schon 4 Jahre, 5 Jahre vielleicht zusammen. Und da lernt man sich auch besser kennen und die bilden halt das Fundament. Und bei uns ist es wirklich... Also sind auch echte Freundschaften da. Auf jeden Fall. Die Familien verstehen sich gut miteinander. Das macht ja auch sehr viel aus, wenn du weißt, dass die Frau sich wohlfühlt, die Kinder geht's gut, dann kannst du auch deine Leistung auf den Platz bringen. Und das zeichnet halt die Mannschaft aus, dass wir nicht nur Arbeitskollegen sind, sondern mittlerweile auch sehr, sehr gute Freunde geworden sind und wir wirklich noch einiges zusammen bewegen möchten. Was macht man, wenn man ein bisschen Freizeit hat? Ich weiß, dass die Sportler ständig trainieren müssen. Ihr habt Vormittag Training, ihr habt Nachmittag Training, ihr müsst abends auch noch mal trainieren, noch ganz viele Kilometer laufen, wenn ich richtig weiß, kannst mich gerne korrigieren. Und man ist ständig auch am Wochenende unterwegs, man muss woanders spielen eben. Hat man überhaupt Freizeit? Was macht man in seiner Freizeit? Kann man überhaupt das beziffern als Freizeit? Ja, man hat schon Freizeit, aber nicht vielleicht so, wie sich das jeder vorstellt. Also unsere Wochenende sind geprägt durch Spiele oder man ist oft unterwegs, manchmal 1 oder 2 Tage schon vorher. Also das Wochenendleben ist bei uns fast gar nicht gegeben. Ja, und die Freizeit nutzt man, indem man dich besucht, mal hier einen schönen leckeren Kaffee sieht. Das Wohnzimmer ist immer gut, ja. Nee, das sind ja unterschiedlich. Heutzutage sind ja viele Sportler, die hier was machen. Der eine geht vielleicht studieren, der eine macht eine Ausbildung, was natürlich sehr schwierig ist. Das lässt sich nicht immer kombinieren. Die Leute, die knobeln nicht nur und drehen die Däumchen, sondern die machen was. Natürlich trifft man sich auch mal, wo man gemeinsam vielleicht ein Eis essen geht oder man geht mit den Familien in den Zoo. Da bietet ja die Stadt auch unwahrscheinlich viele Möglichkeiten. Aber es gibt auch Tage, wo man total erschöpft ist und auch mal gerne zu Hause ist, einfach die Füße hochlegt. Weil man muss schon sagen, es ist intensiv. Man muss auch Energie tanken irgendwo, ne? Ja, vor allem auch mental. Das ist ja auch nicht immer einfach. Körperlich ist das eine, wo man vielleicht erschöpft ist, aber man muss auch mental stark bleiben. Da sind vielleicht die Medienvertreter, die auch immer etwas von einem wollen. Oder man wird mit Sachen konfrontiert, wo man vielleicht nicht so, was man nicht so gerne hat. Man möchte sich auch irgendwo dort verbessern. Also das kostet ja auch Kraft. Und wo man dann vielleicht am besten zur Ruhe kommt und neue Energie tanken kann, da findet man halt die Sportler wieder. Und da hat jeder seinen eigenen Weg. Wie ist es mit Kulturerleben? Ich weiß, dass die Sportler und Kultur sind so zwei Welten, die nicht immer zusammenpassen. Ich hatte neulich euren FCM-Manager, der mit mir gekocht hat. Und im Opernhaus hat er zugestanden, dass er nicht so oft da war. Wie ist es mit euch Spielern? Habt ihr auch mal Zeit, ins Theater zu gehen oder Kultur zu erleben, eine Veranstaltung zu sehen? Das ist auch wieder total unterschiedlich. Also ich glaube eher nicht. Da ist, glaube ich, noch Bedarf, ein bisschen Potenzial nach oben. Wir erleben die Kultur ganz anders durch halt die Integration von vielen Nationalitäten beim Fußball. Und da lernt man auch sehr viel kennen. Aber sonst an sich ist es mit Besuchen vom Theater, ja, ich denke mal, nicht ganz so. Doch, noch nicht so. Da ist noch Bedarf also da. Potenzial da. Ja. Da können wir vielleicht noch mal ein bisschen vermitteln. Ich habe mal gehört, wir haben das Telemann-Jahr hier in Magdeburg. Georg Philipp Telemann, ein Barockkomponist, ist vielleicht für einen Sportler noch nicht so bekannt, aber doch für andere bekannt. Man wird zusammen mit FCM was machen im Stadion, mit ein Lied zu singen, dass alle Fans und alle Spieler Telemann-Musik hören werden. Kennst du das Projekt? Nee, hört sich aber spannend an. Noch nicht, ja. Ja, wenn man in der Kabine hört, wie die manchen Stimmen klingen, dann weiß ich nicht, dann wird es sehr spannend, das Projekt. Auf jeden Fall schön, ja. Magdeburg wird sich als Kulturhauptstadt Europa 2025 bewerben. Was hältst du davon? Super, perfekt. Also bietet einiges, hat eine Historie, glaube ich. Also ist eine Landeshauptstadt. Ich finde es perfekt. Und FCN spielt vielleicht in der ersten Bundesliga 2025? Ist das denkbar? Im Sport ist es schwierig, so weit vorauszuplanen.
Aber schön wär's, oder? Ja, das wird natürlich nochmal dazu beitragen. Ja. Ja. Gut. Wie soll ich mir vorstellen, wenn ich bei dir zu Hause bin? Du bist jetzt hier in Ottos Wohnzimmer. Kochst du auch mal zu Hause? Macht ihr mal was für eure Tochter zusammen? Ja, Omelette, Rührei und sowas, die ganzen schwierigen Gerichte, die habe ich schon drauf. Da lasse ich auch keinen anderen dran, auch wenn ich die Pfanne durch die Gegend werfe und Omelette irgendwo auffange. Meine Frau meckert, dass da so viele Ölspritzer daneben gehen. Ja, das überlasse ich schon meiner Frau, weil die das bessere Händchen dafür hat. Und was kochst du am besten? Sie kann eigentlich wirklich sehr viel Gutes. Hast du ein Lieblingsgericht? Ja, ich mag eigentlich sehr die Kohlrouladen. Die liegen, cool, ja, die liegen mir schon sehr gut. Also das macht sie auch perfekt mit einer schönen Tomatensoße. Ja, da denke ich mal, bin ich gut aufgehoben und kann sehr stolz sein auf unsere Mami und uns, meine Frau, die mich also und meine Tochter Daria da bekocht. Und wenn wir nicht weiter wissen, holen wir den Thermomix raus. Der hat, glaube ich, immer eine Idee. Darüber haben wir vorher gesprochen, ja. Was hat deine Mutter für dich gekocht, als du Kind warst? Ja, ich mag unwahrscheinlich Knödel. Also auch polnische Knödel natürlich, mit einer Rinderroulade. Du hast auch ein bisschen polnische Wurzel, ist das richtig? Ja, genau. Ich bin dort geboren. Meine ganze Familie kam daher. Also ja, mit 5 bin ich nach Deutschland, nach Bochum und da bin ich ganz groß geworden. Ja. Also Knödel haben wir gehört. Genau, eine schöne Rinderroulade dazu. Die macht meistens der Papa. Das kann er. Also Hut ab vor denen. Ja, ja, das ist, denke ich mal, so ein Gericht, was ich gerne zu Hause esse. Ja. Wenn du mal zu Hause bist, dann wird für dich das gekocht sozusagen. Genau. Und zu Hause bei dir wird dann Kohlrouladen gehören. Ja. Ja. Vielleicht können wir noch mal dein Omelett irgendwann mal ausprobieren im Opernhaus, wo ich meine Kochsendung habe. Da, sehr gerne. Gucken wir mal, ob das überhaupt essbar ist, dein Omelett. Lassen wir uns überraschen. Ja. Lieber Marius, unsere Zeit ist fast zu Ende. Schade. Und, ja. Was rätst du kleine Kinder, die auch mal Fußballer werden wollen? Was sollen sie machen? Wie sollen sie sich entwickeln? Ja, die sollen einfach sich jetzt nicht großartig mit dem beschäftigen, was irgendwann mal in 20 Jahren passiert, sondern die sollen den Augenblick, den Moment erleben und genießen, mit Freunden unterwegs zu sein, genügend Spieler zu haben, die zwei Mannschaften bilden. Einfach das machen, worauf sie Spaß haben und nicht zu gezwungen werden. Das ist auch immer sehr, sehr wichtig. Weil dann kann, denke ich mal, so ein Junge auch irgendwo aufgehen und kann auch seine Qualität im Vordergrund bringen. Weil das ist dann Leidenschaft, das ist Herzblut und das ist das, was wir auch sehen wollen, wenn Kinder strahlen und lachen. Und die machen das meistens unbewusst. Auf jeden Fall mit FCM wird uns auch gut gelingen hier, glaube ich, in Magdeburg. Ich hoffe es sehr, dass wir die zweite Bundesliga in der nächsten Spielzeit schaffen, dass du weiterhin unsere Kapitän bleibst. Ich glaube, die Mannschaft hat sich hervorragend entwickelt, seitdem du da bist. Und man sieht das auch, man spürt das auch, dass die Jungs mit Leib und Seele dabei sind. Wir haben über Telemann gesprochen. Ja. Du hast es auch gehört, dass wir Telemann-Jahr haben in diesem Jahr. Aber wir haben auch 500 Jahre Reformation. Und Magdeburg hat auch eine Rolle gespielt bei der Reformation. Ich weiß, dass du Katholik bist. Das Schild hat sich auch auf der Autobahn geändert. Nicht das Land der Frühaufsteher. Ja, sondern also Ursprungsland der Reformation. Ja. Genau, und deshalb habe ich für dich hier eine kleine Medaille mit Luther und mit der Johanniskirche. Ich hoffe, dass dir Glück bringt und dass du uns weiterhin repräsentierst. Und falls du mal doch irgendwie was kochen möchtest zu Hause und dich traust, was auszuprobieren. Hier ist unser Kochbuch, was wir gemeinsam mit dem offenen Kanal hier produziert haben. Und vielleicht gelingt es dir noch was anderes als der Omelette zu kochen. Das ist aber schön, da freue ich mich wirklich. Ja, also lauter Geschenke. Ich hoffe, dass dir gut gelingt alles. Und ich weiß, dass du auch noch was mitgebracht hast. Genau, ich bin ja auch nicht ohne etwas hergekommen, das muss ich einmal schauen. Hier habe ich das hingepackt. Also, das ist, denke ich mal, was ganz Persönliches. Ja, Ottos Meisterteam. Genau, 2014, also, 2015, das war das Team. Ganz toll, wir zeigen das mal hier. Das war das Team, das es wieder geschafft hat, nach zig Jahren, nach der Wende, als erstes wieder in den Profibereich zu gelangen. Und das sind ein paar Spieler, die karikaturmäßig dargestellt wurden. Ich denke, das ist was Besonderes, es passt in dein Wohnzimmer. Absolut, also ich habe von den Handballer genauso ein Trikot bekommen, handunterschrieben von allen. Mhm. Und deshalb, ich freue mich sehr darüber, dass ich auch von
Ja. Ottos Meisterteam, die in der zweiten Bundesliga in der nächsten Spielzeit spielen werden, hoffe ich, bekommen habe. Danke dir herzlich dafür. Sehr gerne, dafür. Also, bitteschön. Eine tolle Überraschung, freue ich mich sehr. Und schönen Gruß von allen natürlich auch. Ja, schön, dass du da warst. Schön, dass Sie zugeschaut haben, meine Damen und Herren. Sie sehen es, es lohnt sich, im Ottos Wohnzimmer zu lauschen, zu hören. Es sind interessante Gäste immer dabei. Natürlich der Kapitän, unsere Lieblingsmannschaft hier in Magdeburg, FC Magdeburg, war heute mein Gast. Und ich freue mich auch, wenn Sie wieder mal reinschauen. Kultur, Sport, es ist immer sehr abwechslungsreich. Und es lohnt sich, hier im Ottos Wohnzimmer zuzuschauen. Vielen Dank für Zuschauen. Vielen Dank dir. Hier Vielen sind Dank. Deine Geschenke. Dankeschön. Und wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, auf Wiedersehen. Tschüss. Danke dir. Dankeschön. Ganz toll. Ja, hat mir auch gefallen. Ja, schön. Guck. Das ist sehr schön. Das Kochbuch. Damit ist es auch mehrfach.